Freunde. Alter, lang ist's her. Es ist viel passiert. Dreh mich mal hier an diese komische Tür. Die Speedfight ist verkauft. Ich habe mir kein Moped gekauft. Ich habe einfach den vollen Preis dafür verlangt. Ich habe die für 800 Euro verkauft, was, wie ich finde, eigentlich ein ganz stabiler Preis, weil die war ja wirklich in Ordnung und die hatte ja wirklich nichts und noch nie hatte ich damit irgendwelche krassen Probleme, so dass sie, keine Ahnung, Kolbenfresser oder so. Dann habe ich mich nach einem Auto umgeguckt, weil ich bin ja jetzt schon 17, wollte dann halt in der Zeit, wo ich nur begleitet fahren kann, wollte ich mir quasi ein Tuning-Projekt machen und mir ein Auto kaufen, weil ich dann so genau wie ich es möchte halt, ja, wie sagt man, tune, beziehungsweise halt aufrüste, so wie ich es halt schön finde. Und fragt einfach nicht, was hier für Sachen rumstehen, Digga. Fragt einfach nicht, lasst es einfach die Kommentare. Bin also zu einem Schluss gekommen, okay, ich will einen Golf. Keine Ahnung, so ein 1-4er Kombi oder sowas. Dann habe ich aber gesehen, haben schon einiges auf dem Buckel, die ganzen Golfs. Und mein Bruder hat jetzt auch einen. Und dann würde ich quasi immer meinen Bruder nachmachen, weil er hat ja auch eine Ape, dann hatte ich eine Ape. Er Jetforce, ich Jetforce und so weiter. Wenn er jetzt ein Kombi kriegt, einen Golf, und dann ich mir auch einen hole, das fände ich ein bisschen blöd. So, dann habe ich mir wollte ich ursprünglich mal einen GTI haben. Da ist aber einfach die Community hinter einem GTI, ist halt einfach wirklich Schmutz. Also ihr kennt die Jokes alle. Er sitzt mit seiner E-Zigarette da und seiner 14-jährigen Freundin auf dem Beifahrersitz. Ihr kennt die ganzen Jokes, Digga. Bin dann zum Entschluss gekommen, dass ich mir einen BMW hole. Dann habe ich mal nach E36 geguckt. Ja, alle haben viel zu viel runter, sehen auch nicht so geil, also meiner Meinung nach nicht so geil aus. Dann, auf einmal so aus dem Nichts, E46, bam. Ich habe mir gedacht, okay, das ist meiner. Habe ich mir einen M3 angeguckt, einen alten E46 von 2001 oder so. Sind ins Auto gestiegen, wir schreiben, yo, wir kommen jetzt. Er antwortet, yo, habe ich gerade aus dem spontan verkauft. Korrekt, Digga, danke dir. Extra früher von der Arbeit gegangen, damit ich diesen scheiß BMW holen kann, Digga. So verliebt gehabt, der hatte nur 200.000 runter. Baba-mäßig verkauft. So, bin ich also weiter auf die Suche gegangen und auf einmal, da war er. Ich dachte mir, der ist es. Den muss ich holen. Zack, direkt angeschrieben, direkt reserviert. Anzahlung, alles. Wir ins Auto dahin gedüst nach, Bruder, keine Ahnung, 30 Kilometer weiter weg, Junge. Sind wir hingedüst, ich habe mir ihn angeguckt und ich werde mich jetzt gleich umdrehen. Ich auch mal ein paar Schritte zurück. Oh, Bruder, frag dich, Digga. Mein Bruder schuld. Ich werde mich jetzt gleich umdrehen und dann werdet ihr ihn sehen. In 3. 2, 1. Oh mein Gott, Digga. Es ist einfach ein E46. Leider kein M, aber Facelift, wie man hier so schön an den Kanten hier erkennen kann, die zur Niere hinführen. Mit, das ist ein BMW E46 316i. Mach mal meinen Helm zu, sonst flackert der Ding hier. Oh, scheiße. Der fragt einfach nicht, also wirklich, mein Bruder hat ja ab und zu mal eine Party gefeiert. Ja, Kennzeichen muss ich leider verpixeln, aber was ich zeigen darf, 187. 187. Ja, wie gesagt, 316i, 120 PS, geile Felgen. Ich finde, für Originalfelgen sehen die schon wirklich baba aus. Dann direkt auch, hier, halt es mal eben zu, direkt auch ein Chrom-Kennzeichenhalter geholt für die, auch die chromen Nieren hier. BMW-Logo leider kaputt, aber habe ich schon ein schwarzes neu bestellt. Wir können ja mal kurz reinschauen in die gute Stube. Das ist sie. Mit dem guten Facelift-Lenkrad. Ich hätte aber gerne das Lenkrad vom Vor-Facelift. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schöner. Ja, machen wir mal eine Haube auf. Zack. BMW geht das ja hier mit dem kleinen Pimmel hier. What? So, was haben wir hier? Genau, den 316i. Ich weiß gar nicht, 1.6, 1.7. Was ist der Rotten, ey? Ey, was hat denn der für Hubraum? Nie diesen Deckel aufgemacht haben. Man soll ja irgendwie, hab ich gehört, dass man da reinschauen soll. Oh, sieht bestimmt gut aus. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber sieht sicher gut aus. Oh. Ja, der ist sehr, sehr, sehr gepflegt, der Wagen. Der hat erst 160.000 runter. Also wirklich ein Schmuckstück. Dafür werden mich manche hassen, dass ich die so geknallt habe. Die Vorbesitzerin hat gesagt, es hat nie jemand auf der Rückbank gesessen und sie ist auch wirklich, es ist alles so sauber. Das kommt vielleicht auf der Kamera nicht rüber, aber es ist wirklich alles sehr, sehr sauber. Ich mache meinen Kofferraum auf. Boom. Einfach nichts. Viel Platz für eine Limousine, finde ich. Und ich finde auch, oh, er sieht so, also wirklich, er sieht so gut aus. Er hat wenig Rost, fast gar keinen Rost und er sieht einfach geil aus, Digga. Kann man nicht anders sagen. Es sieht einfach geil aus, Digga. Weiß ich nicht, was ich sonst sagen soll. Ja, steigen wir nochmal ein. So, also wie ihr seht, hey, stopp.
Das Geilste auch hier. Ja, Bordcomputer nachgerüstet. Geil einfach. Irgendwie hat er einen Subwoofer, obwohl er keinen Subwoofer hat. Hä? Hier gibt es so einen Modus, Loudness, viele kennen das bestimmt. Aus, hört sich an wie eine normale Musikbox und an hat der. Da dröhnen dir hier wirklich die Ohren drin. Ja, was muss man sonst noch alles wissen? Auch Innenraum sehr, sehr gepflegt. Raucherpaket hat er. Klimaanlage, alles funktioniert. Das ist halt wirklich das Highlight hier, ne? Panoramadach. Cool. Ja, Lichter, habe ich neue Birnen drin. So LED-Optik, sag ich mal. Machen wir mal einen Soundtest. Der ist jetzt gerade noch kalt, deswegen lasse ich ihn erstmal. Ja, also ein sehr bassigen Sound, wie ich finde. Gefällt mir sehr gut eigentlich. Ich werde auch nichts mehr weitermachen. Generell Motor, Auspuff lasse ich alles so, wie es ist. Ich will keine Probleme kriegen. Ihr kennt das. Und ja, hier steht übrigens noch die JetForce abgemeldet, leider. Kickstarter im Arsch. Die Starterbatterie leer. Ich habe da auch ehrlich gesagt keinen Nerv zu, das da irgendwie fertig zu machen. Deswegen, ja, tut mir leid, dass da jetzt wenig bis gar kein Roller kommt und kommen wird. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall nochmal einen Vlog machen. Und, wenn ich mal mit meinem Vater oder sowas fahre, dann kann ich auch mit GoPro filmen. Aus dem schicken Ding. Ja, natürlich noch einen schmackigen Hubtest. Die ist sehr, sehr laut, muss ich sagen. Und auf Charbo-based noch den Bumstest, den schmackigen. Aber ich glaube, obwohl, wenn man hier eine Chaya hinlegt. Naja, ich glaube eher nicht. Eben das Dach wieder zu. Wow, cool. So, Freunde, ihr habt da nochmal einen schmackigen Blick. Kennzeichen ganz provisorisch abgeklemmt, abgeklebt. Ja, JU187 muss. Ich mach mal einen kleinen Allrounder-Blick. So, Kennzeichen hinten auch mal eben abgenommen. Und boah, ich finde, der hat eine ganz böse Optik. Das ist auch nochmal besser filmen. Also die Felgen sind halt wirklich, ich finde die einfach schön. Jetzt kann man auch nochmal den Innenraum zeigen. Der ist wirklich gepflegt. Ja gut, hier habe ich mit dem Sitz irgendwas probiert, wie weiter zurückgeht. Oder oh, der ist echt dicker. Deswegen aber sehr viel Beinfreiheit sogar. Außer der jetzt hier, aber der Fahrersitz, sieht man das. Drei Sitze hinten. Ist also ein Fünfsitzer. Ja, ansonsten Ausstattung habe ich euch ja gezeigt. Bordcomputer nachgerüstet. Elektrische Fenster, Klimaanlage, Raucherpaket. Wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Ron Bilecki. Perfekt. Ansonsten kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Hier werde ich noch, hier ist ja Platz, da werde ich noch so eine ambiente Beleuchtung machen, die hier auch an den Rändern überall verläuft, dass man einfach so einen geilen Look nachts hier drin hat. Das feiere ich auch noch. Und ansonsten war es das auch schon. Ich zeige den ganzen Schätzchen nochmal von vorne. Natürlich nicht so gut aus mit dem komischen Pappding da. Aber ich finde, sehr böse Optik. Einmal kurz mit Licht. So sieht es nochmal mit Licht aus, Freunde. Licht an, was für Licht aus. Und ja, helle. Sehr helle Scheinwerfer auf LED-Optik. Auf der Kamera habe ich gesehen, sieht das aus, als wäre es dieses normale Halogen oder dieses gelbe Licht, was alte Autos nun mal haben. Aber das sind weiße Birnen, vielleicht sieht man das so. Das sind, also blaue Birnen sind das. Das ist kein LED, aber halt in LED-Optik, das ist halt weiß, nicht gelb. Ihr kennt das ja. Und ja, was soll ich sagen, was alles neu gemacht wird? BMW-Zeichen wird neu gemacht. Nieren bleiben, nur das Innen drin wird glänzend, die Gitter glänzend. Neue Scheinwerfer, dunklere Scheinwerfer, schwarze Blinker, LED. Dann eine neue Heckstoßstange, weil die hat hier schon, ja, die wurde hier schon gespachtelt. Eine Auspuffblende, eine neue. Ansonsten das Vorfacelift-Lenkrad auf jeden Fall. Vielleicht noch irgendwie eine Tankdeckelsäuberung oder so, weiß ich auch nicht. Dann die ambiente Beleuchtung, die muss sein. Und ja, ansonsten gar nicht mal so viel eigentlich. Ein paar M-Akzente noch hier. Diese drei Streifen, ihr kennt das. Die finde ich auch. Die sehen einfach schön aus. So. M-Optik ist halt einfach geil. Und ja, mehr gibt es hier auch zu gar nicht zu sagen. Das ist mein Schätzchen. Sobald ich 18 bin, werde ich mit dem hier Videos droppen. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss, Kiss.